Wie steige ich am besten in Dungeons & Dragons ein? Wenn ihr diese Frage stellt und hier auf dem Kanal gelandet seid, habt ihr vermutlich schon eine oder mehrere Online-Let's-Play-Runden von D&D hier oder auf anderen Portalen gesehen. Fandet das spannend und wollt jetzt wissen, wie das funktioniert und welche Materialien ihr braucht. Hier ist also eine möglichst knappe Einsteigerhilfe. Falls ihr allgemeinere Infos zu Pen & Paper oder zu anderen Rollenspielen sucht, haben wir passende Videos und Playlists in der Beschreibung verlinkt. Wir halten D&D und speziell D&D 5 für eines der besten Einsteiger-Rollenspielsysteme. Also schon mal, gute Wahl. Warum ist das so? Die Regeln sind schnell erklärt und eingängig und werden erst mit der Entwicklung eurer Charaktere komplexer. Es läuft alles, bis auf Schaden anrichten, über den Wurf mit einem 20-seitigen Würfel. Hohe Würfe sind gut. Ihr würfelt und addiert einen Bonus, der auf eurem Charakterbogen vermerkt ist. Die Spielleitung bzw. die Werte eurer Gegner legen fest, ob ihr hoch genug gewürfelt habt. Die Stufenaufstiege eurer Charaktere, in denen die 5 meistens nicht mehr an feste Schwellwerte von Erfahrungspunkten geknüpft, sondern an passende Momente in der Erzählung, führen euch dabei Stück für Stück an die restlichen Regeln heran, wie Reaktionen und Bonusaktionen und die große Bandbreite an Zaubern und Sonderfertigkeiten, die die Klassen einmalig und unterhaltsam machen. Wenn ihr nicht Spielleitung seid, müsst ihr euch nur die Regeln für eure eigene Klasse so Schritt für Schritt aneignen. Und damit idealerweise auch der Spielleitung aushelfen. Gerade D&D 5 gibt euch, den SpielerInnen und Game Mastern, das Heft und die Stifte in die Hand. Ihr entscheidet, wie ihr das Spiel spielt. Soll es eher um Monstermetzeln oder ums Erkunden oder Rollenspielen gehen? Seid ihr Teil von größeren Ereignissen der Spielwelt oder gestaltet ihr diese Welt frei um? Oder baut ihr euer komplett eigenes Setting? D&D 5 macht von Anfang an klar, dass es keinen Weg gibt, es falsch zu spielen. Gibt euch alle Freiheiten, aber auch genug Orientierungspunkte, damit ihr bei all der Freiheit nicht verloren seid. Ihr solltet euch nur mit eurer jeweiligen Spielgruppe vorher einig werden, was ihr euch vom Spiel wünscht. Wenn ein Teil der Gruppe nur kämpfen und ein anderer Teil nur Ambiente-Spiel in der Taverne betreiben will, kann das schnell zu Frust führen. Ebenso soll die Spielleitung mit den Spielenden Dinge abklären wie: Ist es okay, wenn die Charaktere sterben können? Oder ist es okay, wenn ich versuche, den Plot am Laufen zu halten? Oder wollt ihr absolute Freiheit in der Spielwelt? Hier gehen wir aber schon davon aus, dass ihr eine Gruppe gefunden habt und mit dem Spiel loslegen wollt. Gruppen findet ihr leicht online, zum Beispiel bei Drachenzwinge, Nerdpool, Orkenspalter, Tannelorn, in Facebook-Gruppen oder auf dem Discord-Server der ConspiracyCon. Setzen wir etwas früher an. Wie nähert ihr euch dem Spiel Dungeons & Dragons am besten an, wenn ihr noch gar nichts darüber wisst? Tipp 1. Schaut euch die PC- und Videospiele an. Holt euch zum Beispiel den zeitlosen PC-Spiele-Klassiker Baldur's Gate 2. Den gibt es für ein paar Euro. Er bringt euch 20 Jahre nach Erscheinen eine der Welten und das Grundgerüst der D&D-Regeln nahe, die heute immer noch ähnlich sind. Dadurch lernt ihr die Kernmechanismen und die Stärken der Klassen kennen. Oder holt euch den dritten Teil, wenn er erscheint. Zum Zeitpunkt, an dem wir das Video aufnehmen, ist er noch im Early Access. Baldur's Gate 3 konvertiert das D&D 5-Spielgefühl relativ genau. Beide Spiele zeigen auch, wie gut epische und persönliche Geschichten sich mit Dungeon Crawl und Rätseln verbinden lassen und sind perfekte Blaupausen für ähnliche Kampagnen am Spieltisch. Ein anderer D&D-PC-Spiele-Klassiker ist Planescape Torment. Es ist deutlich weniger kampflastig, dafür bringt es tonnenweise Text zum Lesen mit und vermittelt eine Grundbildung über den größeren Kosmos der D&D-Welten mit ihren verschiedenen Ebenen und wie diese verbunden sind. Natürlich könnten wir euch das auch in einem von diesen Lore-Videos erzählen, aber glaubt uns, es macht deutlich mehr Spaß, wenn ihr selbst erforscht. Beim Stichwort Lesen sind wir auch direkt bei Tipp 2 – Romane. Es gibt eine Tonne D&D-Romane. Nicht alle sind gut, vermutlich sind sogar viele nach heutigen Maßstäben nicht so toll. Wir sind mit den Dragonlance-Romanen aus den 80ern aufgewachsen, die auch heute noch Spaß machen, wenn man nichts gegen Dinge hat, die aus heutiger Sicht etwas abgedroschene Klischees sind. Die Dragonlance-Bücher sind ikonisch, zumindest die ersten drei Bände, und sie handeln von einer sehr typischen Heldengruppe, die die Welt Krünn vor der Drachenkönigin retten muss. Leider gibt es für 5e, die 5. Edition, noch kein offizielles Dragonlance-Setting, aber die Welt ist mit alten Quellenbänden trotzdem bespielbar. Genauso ikonisch sind die Bücher bei den Dunkelelfen Drizzt Do'Urden, die in den Forgotten Realms spielen und die sich durch mehrere D&D-Editionen spannen. Die ersten dieser Bücher sind recht klischeehafte Fantasy-Stories, die sehr stark von Tolkien inspiriert sind, aber mit den Jahren entwickelte sich die Saga vom Dunkelelf immer weiter. Heute gibt es sie auch als sehr lesenswerte Comics oder als hervorragend gemachte Hörbücher, die teilweise komplett auf YouTube zu finden sind. Comics gibt es zu D&D natürlich generell auch sehr viele, aber auch deren Qualität schwankt. Besonders empfehlenswert ist das Rick and Morty vs. D&D Crossover.
Der beste D&D-Comic ist kein offizielles Produkt, sondern im Grunde Fanart. The Order of the Stick ist ein seit 15 Jahren laufender minimalistischer Webcomic um eine D&D-Abenteurergruppe mit viel Humor auf Kosten des Regelsystems. Viele Gags versteht man nur, wenn man diese Regeln kennt. Es lohnt sich also, diesen Comic parallel zur Einführung in D&D zu studieren. Tipp 3. Schaut euch die Filme an. Diejenigen unter euch, die die offiziellen D&D-Filme schon kennen, werden jetzt vermutlich entsetzt aufschreien. Was? Dieser Schrott! Die D&D-Filme sind eine tragische Sache. Teil 1 war ein Kinofilm mit einigermaßen Budget, einem schrecklichen Drehbuch und immerhin guter Musik. Einiges wird hier okay dargestellt, anderes überhaupt nicht. Aber naja, man nimmt, was man kriegt. Teil 2 hat ein Drehbuch, das dem D&D-Gefühl deutlich näher kommt, dafür aber außer für besseres CGI kein Geld mehr und kam direkt auf DVD heraus. Teil 3 kann man komplett vergessen. Natürlich ist eine Kenntnis des Herrn der Ringe als Vorbereitung auf eine D&D-Runde zu empfehlen. Immerhin entleiht sich Dungeons & Dragons viele seiner Klischees aus Mittelerde und reichert das mit viel mehr Magie und absurden Viechern an. Tipp 4. Schnappt euch die D&D-Brettspiele. Okay, diese Spiele sind teils teurer als die Regelbücher, also probiert sie vielleicht irgendwo aus, bevor ihr sie kauft. Die D&D Dungeon Crawler basieren auf der 4. und teils auf der 5. Edition des Spiels und stellen ikonische Kampagnen wie den Tempel des elementaren Bösen oder das Grabmal der Vernichtung nach. Sie funktionieren ohne Spielleitung und bieten zufallsgenerierte Dungeons, in denen dann nach abgespeckten und abgewandelten D&D-Regeln gegen alle möglichen Monster gekämpft werden kann. Das sind keine wahnsinnig spannenden oder tiefgreifenden Spiele, aber sie sind gut für den schnellen D&D-Kick zwischendurch. Sie vermitteln, wie sich das Spiel anfühlt, und sie bringen direkt eine ganze Ladung Monster und Dungeon-Elemente mit. Tipp 5. Am Anfang braucht ihr nicht viel. Und nein, ihr braucht keine Miniaturen von Monstern oder Dungeon-Pläne, um zu spielen. Genauso wenig braucht ihr 3D-Terror, Swarovski-Würfel oder Spielkarten mit euren Zaubern drauf. Das sind alles nur Lifestyle-Produkte. Die sind nice to have bis praktisch, aber nicht nötig. Ihr braucht für die erste Runde eigentlich nur das Player's Handbook. Da stehen alle Regeln drin und ihr könnt damit alle grundlegenden Klassen spielen. Wenn ihr merkt, dass ihr tiefer einsteigen wollt, könnt ihr euch das Monsters Manual, also viel mehr Monster, denn im Player's Handbook sind nur wenige drin, und den Dungeon Master's Guide immer noch holen. Der DM-Guide enthält kaum Regeln, sondern handfeste Tipps zum Spielleiten und Gestalten von Abenteuern und Begegnungen. Die anderen Bücher bieten mehr Monster, mehr Artefakte und mehr Optionen für Dungeon Master und Spieler. Tipp 6. Nicht alle Ansteigerboxen sind gleich gut. Für D&D 5 gibt es eine Einsteigerbox für ca. 30 Euro. Aber Achtung, das ist eher eine Demo-Version für das Spiel. Es sind Regeln und ein Abenteuer sowie Würfel enthalten, aber ihr könnt damit keine eigenen Charaktere erschaffen, stattdessen werden welche mitgeliefert. Zusätzlich gibt es das Essentials Kit, das eine weitere kleine Kampagne und mehr Regeln sowie Spielkarten liefert. Mit dem Essentials Kit könnt ihr euch auch eigene Charaktere erschaffen. Die deutsche Version des Essentials Kit gibt es ab Oktober 2021 unter dem Titel Basisset. Beide Boxen gehen davon aus, dass ihr schon wisst, wie ein Rollenspiel funktioniert und halten sich nicht mit Grundlagen oder der Erklärung der Spielwelt auf. Auch bieten sie wenig Hilfestellungen für Spieler. Abhilfe schaffender Fanerweiterung, die ihr auf der Seite D&D Deutsch findet. Tipp 7. Für Einsteiger geeignete Abenteuer und Quellenbände. Alle aktuellen D&D 5 Abenteuer sind so angelegt, dass sie von Anfängern geleitet und gespielt werden können und dass sie für Charaktere ab Stufe 1 funktionieren. Dennoch sind einige besser für Einsteiger geeignet als andere. Wir empfehlen den Doppelband Hort der Drachenkönigin und Aufstieg der Tiamat. Die beiden Abenteuer wurden extra so designt, dass sie Anfängerspielleiter gut an die Hand nehmen. Sie geben Dramaturgie-Tipps und starten recht linear, nach hinten raus wird die Story offener. Es gibt auch beide Teile in einem Band namens Tyranny of Dragons. Die Locations und Motive dürften vielen dann auch aus den Baldur's Gate-Spielen oder den Dragonlance-Romanen vertraut vorkommen. Auch Der Fluch des Strahd enthält klassische Motive und dürfte gut für Einsteiger zu leiten sein, auch wenn es eine offene Sandbox bietet. Sehr gute Kampagnen sind auch Grabmal der Vernichtung und Abstieg nach Avernus. Sie sind jedoch auch viel schwerer zu leiten. Die Abenteuer-Anthologie Geschichten aus dem klaffenden Portal wärmt alte Klassiker neu auf. Oldschool Dungeon Crawl, die zwar coole Stücke D&D-Geschichte sind, aber teils auch sehr, sehr schwer.
Die moderne Anthologie Candlekeep Mysteries ist da zeitgemäßer und bietet 17 sehr unterschiedliche One-Shot-Abenteuer. Auch Prinzen der Apokalypse und das Verlies des wahnsinnigen Magiers bieten vor allem Dungeon-Action. Drachenraub ist der, unserer Meinung nach, nicht ganz geglückte Versuch eines Krimi-Stadtabenteuers. Die meisten D&D-Abenteuer spielen in der 5. Edition an der Schwertküste, also in den Vergessenen Reichen. Dazu passend gibt es eine Spielhilfe für diese Region, die jedoch wenig Inspiration und Stimmung bietet. Größtenteils liest sich das wie ein Update, das die alten Versionen dieser Spielhilfen voraussetzt. Die Fassungen für die 3. und 4. Edition sind dann auch wirklich schöne Bücher. Und wenn ihr mehr über die Forgotten Realms lernen wollt, holt sie euch zum Beispiel bei einem Online-Händler oder als PDF auf drivethroughrpg.com. Es gibt keine PDF-Version der D&D 5 Bücher. Digital kaufen könnt ihr über die Dungeon Masters Guild nur den alten Kram vergangener Editionen, oft sehr empfehlenswerte Fanware oder kleine Zusatzheftchen. Offiziell gibt es die digitalen Versionen der D&D 5 Bücher nur über den Service D&D Beyond. Die einzelnen Bücher kosten dort aber etwa so viel wie die Druckversion und es sind keine PDFs. Ähnlich wie bei Diensten wie Audible mit eigenen Formaten könnt ihr die Dateien nur über den Beyond Reader lesen. Falls Beyond eingestellt werden sollte, sind eure Daten damit auch futsch. D&D Beyond ist kein Virtual Tabletop, sondern es dient nur dazu, eure Charaktere digital zu erstellen und die Bücher zu lesen. Ein Grundservice, mit dem ihr bis zu 6 Charaktere mit vielen, aber längst nicht allen der veröffentlichten Regeloptionen bauen könnt, ist gratis. Das ist schon ein sehr mächtiger Charaktergenerator. Für ein paar Dollar im Monat bekommt ihr mehr Charaktere oder die Möglichkeit, euren Content mit anderen Usern zu teilen. Und wenn ihr mehr Optionen für den Charakterbau haben oder mehr als die allergrundlegendsten Regeln für eure Klasse, Zauber und Monster einsehen wollt, müsst ihr euch die entsprechenden Regelelemente dazu kaufen. Dafür sind Inhalte auch modular kaufbar. Zum Beispiel könnt ihr euch nur die Klasse holen, die ihr auch spielen wollt, oder nur die Zauber, die ihr lernen wollt. Das ist leider recht unübersichtlich. Für diese Klassen oder Zauber könnt ihr euch zum Beispiel die Bücher holen, in denen sie aufgeführt sind, oder nur den einzelnen Zauber oder ein Zauberpack. Und es wird nicht klar aufgelistet, was ihr schon habt. Dank dieser modularen Option könnt ihr aber für wenige Dollar alle Zauber zusammenkaufen, ohne die jeweiligen Bücher besitzen zu müssen. Mit Virtual Tabletops wie The Foundry funktioniert D&D Beyond bisher nur über Fan-Made-Module, die das Importieren von Charakteren oder das Übertragen von Würfelwürfen erlauben und das auch teils buggy. Die Karten aus den Büchern oder Monster-Tokens mit Werten könnt ihr dort nicht automatisch importieren, das muss alles händisch übertragen werden. Also zum Beispiel, indem ihr die Grafiken herauskopiert. Eine Alternative? Das Virtual Tabletop Roll20. Mit dieser Plattform haben die Macher von D&D einen direkten Deal und die dafür aufbereiteten Bücher, Karten, Monster, Helden lassen sich direkt in den browserbasierten Service importieren und steuern. Roll20 ist in seinen Basisfunktionen gratis. Es reicht, wenn die Spielleitung das Players Handbook und die Kampagne, die ihr spielen wollt, hier als Modul kauft. Die Spieler brauchen kein Geld ausgeben. Die Bücher sind jedoch von ihren Druckversionen auf die durchsuchbaren Regelanteile und in den Kampagnen auf oft neu strukturierte und teils gekürzte Textmodule runtergedampft und auch hier sind die Produkte weg, falls Roll20 mal abgeschaltet werden sollte. Die Texte, selbst wenn sie vollständig sind, sind in Listen und Pop-ups untergebracht, die für die Übersicht und den Lesefluss hinderlich sind. Außerdem hat Roll20 einige nervige Bugs. Roll20 und D&D Beyond beide zu nutzen, ist sinnlos. Ihr solltet euch für eine der beiden digitalen Lösungen entscheiden. Bei Beyond braucht ihr keine physischen Bücher mehr, dafür ist Roll20 die Lösung, wenn ihr alles auf einem Portal haben wollt. Wenn ihr mehr wissen wollt, wir haben noch jede Menge Rollenspiel-Tutorials für SpielleiterInnen und Spielende auf dem Kanal und viele, viele Stunden D&D-Gameplay. Schaut einfach in die verlinkten Playlists oder schaut, ob die anderen Systeme, die wir hier vorstellen, etwas für euch sind.